Hallo ihr Pflaumen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute soll es um das Format gehen Pick My Sub. Das habe ich zusammen mit Basti von dem Kanal Belletristik Basti zusammen ausgesucht. Das war schon länger in Planung und ja, ich kann nur dazu sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super coole Idee. Und ja, um was geht es bei Pick My Sub? Für die Leute unter euch, die das vielleicht noch gar nicht kennen. Es geht darum, dass man in den Sub, also Stapel ungelesener Bücher, des jeweils anderen sich drei Bücher aussucht. Also wir haben uns jetzt auf drei Bücher geeinigt und diese drei Bücher, die ausgesucht werden, muss der andere in einem gewissen vorgegebenen Zeitrahmen lesen. Wir haben uns darauf geeinigt, diese Bücher in den nächsten 2 Monaten zu lesen. Ja, nicht wundern, wenn Basti in dem Video sagt, 1 Monat, wir haben uns dann auf 2 Monate geeinigt. Genau. Und dann werden eben diese Bücher kurz vorgestellt und man soll halt somit auch ein bisschen reinstöbern können in den Stapel ungelesener Bücher des jeweils anderen. Finde ich mega spannend, war auch super interessant gewesen. Ich finde das total faszinierend. Was der andere eben für Bücher hat und was es da für Überschneidungen auch bei uns gab. Und ja, dann möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel rumpalabern. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Und hier kommt auch schon die erste Buchempfehlung von Basti. Hey, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauer vom Kanal Bücherpflaume. Ich bin der Belletristik Basti und ich habe heute mir mit der Jasmin das wundervolle Format Pick My Sub ausgemacht. Ich mache das tatsächlich auch zum allerersten Mal heute. Ich habe mir der Jasmin ihren Sub ganz genau unter die Lupe genommen. Er war gar nicht so hoch. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber ich habe einiges gefunden und habe mich tatsächlich dann für drei Bücher entschieden. Wir haben uns ausgemacht, wir wählen jeweils für den anderen drei Bücher aus dem Sub aus, die der andere dann im Folgemonat lesen soll. Das bedeutet praktisch, dass wir uns drei Bücher gegenseitig aus unserem Sub raussuchen und der andere muss dann seine Bücher in unserem Fall jetzt bis Ende des nächsten Monats lesen. Das wäre bei uns jetzt Ende Mai. Und das ist ja gut, weil ich habe drei tolle Bücher rausgesucht für die Jasmin, die ich noch nicht alle drei kenne, aber da wo sie auf jeden Fall einiges zum Lesen vorhat. Und vorneweg auch gleich noch der Hinweis, wenn ihr euch auch dafür interessiert, was die Jasmin für mich ausgesucht hat, dann schaut's doch auch bei mir vorbei. Meinen Kanal findet ihr unter dem Suchbegriff Belletristik Basti. Ja, und das erste Buch, das ich für dich rausgesucht habe, liebe Jasmin, ist das Buch Draculas Gast vom Bram Stoker. Einfach, ich habe es noch nicht gelesen, aber einfach nur deshalb, weil ich habe von einer lieben Abonnentin von mir, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, habe ich das Buch Dracula geschenkt bekommen. Das ist mir gleich so als erstes ins Auge gefallen, habe ich mir dann auch gleich durchgelesen. Es handelt sich um 6 Kurzgeschichten, wovon eine Kurzgeschichte eigentlich praktisch sowas wie die Vorgeschichte von Dracula ist. Und das fand ich eigentlich so von der Idee schon wieder so cool, dass ich tatsächlich auch für mich selber überlegt habe, ob ich mir nicht diesen Kurzgeschichtenband von Bram Stoker noch hol, bevor ich den eigentlichen Dracula lese. Aber mal schauen. Aber vielleicht mache ich das tatsächlich. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht auf die Seitenzahl so stark geachtet. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall für den Start schon mal ganz viel Spaß mit Draculas Gast. Ja, cool, Basti, dass du mir dieses Buch ausgesucht hast. Damit habe ich jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Aber schön, dass wir ein Buch aus der klassischen Horrorliteratur dabei haben. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ich habe das bei Rebuy, glaube ich, gesehen. Und dann habe ich das einfach für, ich glaube, 1 Euro oder so habe ich das bestellt. Habe aber da bisher geteilte Meinungen dazu gehört. Von ist gut bis naja geht so, er hat schon mal, also er hat bessere Werke geschrieben, Bram Stoker. Ich will mich davon gar nicht beeinflussen lassen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf diese 6 Kurzgeschichten. Ich mag ja generell Kurzgeschichten total gerne. Finde ich wie immer sehr abwechslungsreich zu so langen Romanen. Und ja, man hat halt immer so einen schönen Abschluss und es ist halt eben auch, kann man gut und gerne mal so zwischendurch lesen. Ja, da bin ich schon gespannt. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Empfehlung von Basti. Ich bin schon sehr gespannt. Als zweites habe ich mir Quendel rausgesucht von der Caroline Ronnefeld.
ich muss sagen, ich bin aufmerksam geworden durch das Cover. Also das Cover hat mir irgendwie besonders gut gefallen. Es handelt von den Quendels da eben und da verschwindet eben ein Nachbar aus der Nachbarschaft in einem finsteren, düsteren Wald, der da irgendwie eine ganz tragende Rolle anscheinend spielt. Die haben schon einen ganz schlimmen Verdacht, weil da anscheinend irgendeine dunkle oder böse Welt mit der Rolle spielt. Und ich fand das so anregend und anziehend, diese Geschichte, weil mir das so vom Anfang her so ein bisschen an den Hobbit erinnert hat. Ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendwas mit dem Hobbit zu tun hat, aber vielleicht liegt es ein bisschen am Cover, das mich an das ein wenig erinnert hat. Oder an einfach diesen finsteren Wald, wo ja in der Hobbit auf dieser Wanderschaft er ja auch viel in bewaldeter Gegend unterwegs ist. Auch die Beschreibung des Volkes, das gern zusammen am Lagerfeuer zusammensitzt und sich Geschichten erzählt, fand ich so eine ganz wild romantische und schöne Vorstellung. Ich glaube, es sind so an die 400 Seiten, also ich glaube sogar ein bisschen mehr wie bei Draculas Gast. Aber wir steigern das auf jeden Fall schon noch. Keine Sorge. Liebe Jasmin, du kriegst auf jeden Fall noch eine echte Aufgabe jetzt als drittes Buch. Der Quendel also. Hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, finde ich aber super. Somit habe ich dann eine Abwechslung zwischen Horror und Fantasy. Der Quendel, da hatte ich ja schon, den hatte ich ja schon in meinen Neuzugängen vorgestellt. Verlinke ich euch nochmal in der Infobox und könnt ihr dann nochmal den Link dazu finden. Deswegen werde ich jetzt da auch nicht so viele Worte darüber verschwenden. Nur, dass ich eben durch Florian auf auf das Buch gekommen bin von Creepy Creatures Review und ja, hat mich sehr angesprochen, ist aber ein ziemlicher Schinken. Da hast du aber es sehr gut mit mir gemeint. Ich hoffe, ich schaffe den auch in der angegebenen Zeit zu lesen. Und du hast wirklich recht, ich finde das Buchcover sieht auch total schön aus. Das strahlt schon so eine geheimnisvolle, mystische Atmosphäre aus und ja, und der Inhalt hört sich halt sehr interessant an. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt dann das letzte Buch ist, was du mir hier vorstellen wirst. Genau, denn als drittes Buch von deinem Sub, Jasmin, habe ich mir rausgesucht, Der Übergang von Justin Cronin. Und ich habe schon so vieles Gutes über dieses Buch gehört, wie gute Bücher, die ich ja allgemein sehr schätze, ist auch dieses Buch sehr lang. Also das hat über 1000 Seiten, ich glaube knapp über 1000, 1050 Seiten oder so. Aber bei Der Übergang finde ich einfach das Cover, die Draufsicht finde ich schon ultra toll. Dieses dunkle, irgendwie verwegene und verwilderte Mädchengesicht, dieses Kindergesicht. Das finde ich schon so eine ganz ausdrucksstarke Sache. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so klassische Horrorfilme, die ich mir ja unheimlich gerne anschaue. Ich habe dazu tatsächlich schon verschiedene Meinungen gehört hier auf BookTube und die waren eigentlich durch die Bank, zumindest die meisten, sehr, sehr begeistert. Als ich mir kurz auf Wikipedia so die Beschreibung durchgelesen habe, konnte ich das tatsächlich auch total nachvollziehen, weil allein diese Beschreibung von dieser Science-Fiction-Horror-Story hat mir schon total gefallen. Hat so ein bisschen was von The Stand von Stephen King, denn es geht auch um ein Virus, es handelt von einem Virus, aber nicht von einem Virus, der, obwohl eigentlich, es handelt doch von einem Virus, der praktisch aus Versehen auskommt, so wie bei The Stand. Es wird mittels eines Virus, wird praktisch versucht vom, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich von irgendeiner abgefahrenen Organisation wie das FBI oder so, weiß ich nicht, FBI. Der Amerikaner ist auf jeden Fall schuld, das haben wir gemerkt, natürlich wie immer. Die haben so Experimente gemacht an Menschen mit einem Virus, der die Menschen praktisch widerstandsfähiger, langlebiger und gesünder machen soll. Dann wurde das eben an so einem Mädchen ausgetestet und während dieses Mädchen praktisch in dem Koma oder sage ich mal in dieser Schlafphase oder völligen Überforderungsphase des Virusgänges kamen da praktisch andere Virusprobanden, sage ich mal, aus und sind geflüchtet und dann gibt es da anscheinend so einen ultra großen 100 Jahre nach vorne Sprung und dann sieht man da praktisch die Welt, was sich da alles verändert hat durch diesen Virus und dieses Mädchen spielt eben dann eine ganz tragende Rolle. Und allein dieser kurze, es war so eine halbe Seite vielleicht, dieser Text, den ich mir da durchgelesen habe, von der Beschreibung dieses Buchs, das hat mich so mitgerissen, dass ich mir dachte, okay, eigentlich wollte ich es dir ja nicht so schwer machen. Eigentlich wollte ich da ja nicht wirklich so einen richtigen 1000-Seiten-Klopper draufpacken. Aber ich finde ihn einfach
richtig cool und deshalb ist meine Wahl auf dieses Buch für dich gefallen. Ja, und ich bin wirklich gespannt, ob du die Zeit findest. Tatsächlich wahrscheinlich so, ich schätze mal, dass das ja insgesamt mindestens so 1700, 1800 Seiten sind, die ich dir da bis Ende Mai praktisch aufgegeben habe zu lesen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du für mich ausgewählt hast. Werde mir jetzt dann gleich anschauen. Ganz viel Spaß mit deinen vielen, vielen Seiten Lesevergnügen. Es war mir eine besondere Freude, dass ich hier bei dir im Video habe teilnehmen dürfen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns dann austauschen, wie es denn Ende Mai ausschaut, ob wir alles geschafft haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir sehen uns jetzt dann gleich, wenn dieses Video von der Jasmin aus ist, auf meinem Kanal. Bis dann! Eieieiei, nur solche Klopper hast du mir hier vorgeschlagen, außer Bram Stokers Draculas Gast, sind ja das die dicksten Bücher auf meinem Sub. Witzigerweise muss ich dazu sagen, dass ich dieses Buch, abgesehen von allen anderen, mir schon zur Seite gelegt habe, weil ich nämlich vorhatte, das jetzt als nächstes zu lesen, wenn ich mit dem jetzigen Buch fertig bin. Also vielleicht hast du ja hellseherische Kräfte, man weiß es ja nicht genau. Das fand ich schon ein bisschen unheimlich, dass du genau von meinem Sub dieses Buch ausgewählt hast. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben uns gesteigert. Quendel ist ja schon dick und der Übergang von Justin Cronin, der ist ja auch ein ziemlicher Oschi. Ich bin echt gespannt, ob ich diese drei Bücher in den 2 Monaten lese. Aber nun gut, dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn ich vielleicht ein bisschen länger brauche. Ja, dann würde ich sagen, ich sollte vielleicht mal langsam mit dem Lesen beginnen, damit ich das noch aufholen kann. Ich finde es auf jeden Fall eine super coole Auswahl von dir. Sehr abwechslungsreich und ja, schöne Bücher. Und ja, werde dir auf jeden Fall dann berichten, wie ich die Bücher gefunden habe. Und wie Basti ja schon gesagt hat, wird es dann eben nochmal nicht Ende Mai, sondern Juni dann nochmal ein Video geben, wie wir eben die Bücher gefunden haben, die für uns ausgesucht worden sind. Und ja, damit möchte ich mich dann auch bei euch verabschieden. Und wie Basti schon gesagt hat, schaut gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei und da empfehle ich ihm eben die Bücher, die er lesen soll.